Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich mir folgende Frage: Kann das JBB 2018 noch gerettet werden? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich einfach mal einen kleinen Rückblick starten. Das ganze Turnier fing schon mit einem ziemlich verzögerten Start an, da Julien im April die Qualis haben wollte, letztendlich aber erst 3 Monate später die Qualiphase begonnen hat. Also hätte das JBB im Prinzip schon spätestens im Mai anfangen können. Dann kam hinzu, dass Julien dieses Jahr nicht nur talentierte Rapper haben wollte, sondern auch Hall of Shame Rapper, die in der richtigen Liga mitspielen, was einfach so oder so schon für ein Ungleichgewicht sorgte. So haben eben einige Leute ein hartes Battle, während andere locker ein Freilos haben. Als die Quali-Phase letztendlich begann, dachte sich Julien, dass es doch lustig wäre, wenn man jeden Tag zu irgendeiner Uhrzeit eine Quali raushaut. Völlig egal, ob es jetzt 11 Uhr vormittags oder 5 Uhr morgens ist. Die Qualis waren dieses Jahr teilweise eine große Ernüchterung, da die Zuschauer etwas noch krasseres als im JBB 2014 und 15 erwartet haben, letztendlich aber einige langweilige, nicht punchende oder Hall of Shame Rapper bekamen. Das Ganze wäre mit der richtigen Führung aber vielleicht noch tragbar gewesen. Allerdings hat Julien während der gesamten Quali Phase kein Wort zur Situation verloren. Täglich loote er eine Quali und immer mal wieder auch Videos anderer Leute hoch. Ihr wisst ja genauso gut wie ich, dass ich davon auch betroffen war und wahrscheinlich sogar am meisten. Letztendlich bin ich Julien für seinen Support zwar dankbar, es wäre aber doch für alle Beteiligten besser gewesen, wenn Julien zumindest ein Statement dazu gemacht hätte oder eben selbst kleine Kurzanalysen. Das kam aber leider nicht, weswegen die hochgeladenen Leute oftmals Hate abbekommen haben, weil die Zuschauer verständlicherweise Julien wollten. Wobei ich ja auch Julien heiße, aber ihr wisst, was ich meine. Als die Quali-Phase dann vorbei war und viele das JBB schon für tot erklärt haben, kam das erste Battle Grinchill vs. David 9, welches auf einem ziemlich hohen Level war und auch für einen kleinen Hype sorgte. Hier ist noch zu beachten, dass Julien zu diesem Battle seine erste Analyse dieses Jahr rausgehauen hat. Das war der Punkt, wo alles hätte bergauf gehen können, da die Leute dort angesehen haben, dass das JBB trotz etwas verkackter Quali-Phase immer noch fett werden kann. Auch das zweite und dritte Battle waren absolut gut und auf einem hohen Niveau. Die Analysen von Julien wirkten aber nicht mehr so ganz, als würde er da wirklich hinterstehen. Das vierte Battle hätte auch nochmal richtig cool werden können. Leider hat Sensor allerdings das Turnier verlassen, was wirklich schade war. Das sorgte sogar für einen kleinen Hate gegen seinen Gegner Pacpacino, den ich nicht nachvollziehen kann. Ab diesem Zeitpunkt lief aber alles aus dem Ruder. Das Battle Abeg vs. Big Jigger J erschien, also ein wirklich ernstzunehmender Rapper gegen einen Hall of Shame Kandidaten, der vielleicht einmal ganz witzig ist, dann aber rausfliegen sollte. Julien hat Big Jigger J ohne eine Analyse weitergelassen, da eine Analyse hier einfach keinen Sieg für ihn ergeben konnte. Einige sagen auch, dass Julien es so oder so schon auf Abeg abgesehen hatte, da er einfach mit Lasker befreundet ist. Da kann man sich jetzt nicht ganz sicher sein, aber es wäre unfassbar schade, wenn Julien so einen Move abgezogen hätte. Die letzten Battles waren soweit okay, aber bis auf Cassius Clay kam jetzt kein Kracher. Die Analysen von Julien wurden immer kürzer oder erschienen gar nicht, was darauf folgen lässt, dass Julien absolut keinen Bock mehr hat. Auch die Klicks gehen immer weiter in den Keller, das sieht man gerade bei Cassius Clay, da er einfach nach über einer Woche erst 400.000 Klicks hat. Das wäre im JBB 2015 oder so bestimmt schon vor der Million gewesen. Gründe für Julians Lustlosigkeit könnten sein Analyse 2 Album sein oder die neue Funktion auf YouTube, dass viele Videos nicht mehr werbefrei sind, was für alle YouTuber weniger Einnahmen bedeutet, auch ich bin da ab und zu mal betroffen. Und ich kann auch sagen, es nervt teilweise schon, gerade wenn man davon lebt, kann ich mir vorstellen, und bei Julien ist es halt auch einfach so, dass der Sprachfluss und Wortlaut nicht immer unbedingt werbefreundlich ist, wenn wir mal ehrlich sind. Deswegen werden wahrscheinlich einige Videos davon betroffen sein. Das war jetzt ein kleiner Rückblick, aber wie könnte man das JBB dennoch wirklich brauchbar hinbekommen? Die Schäden bisher kann man nicht mehr rückgängig machen, das ist klar, aber Julien könnte zumindest ab sofort vernünftige Analysen machen, in denen wirklich Arbeit drin steckt, so wie es damals immer der Fall war. Er könnte das Bewertungssystem nochmal anpassen, da das momentan leider so subjektiv wie noch nie ist. Also ja, hier ist tatsächlich mal eine Regeländerung erlaubt. Es bietet zu viele Lücken teilweise, gerade das System, das ein Rapper immer volle Punktzahl pro Kategorie bekommen muss, ist sehr unbedacht und strotzt nur so von: Ich hab keinen Bock, aber das macht die Bewertung noch leichter. Julien sollte im Achtel endgültig alle Hall of Shamer rauskicken, wenn sie nichts abliefern, und grundsätzlich sollte einfach wieder mehr Planung hinter dem Ganzen stehen. Spätestens ab dem Viertel werden nur noch gute Leute dabei sein, und wenn Julien da wieder Gas gibt, nicht falsch verstehen, wird es auch locker noch ein spannendes Ding ab dem Viertel. Aber dazu muss sich Julien wie gesagt eben aufraffen, und ob das passiert, bleibt abzuwarten. Das war jetzt grob zusammengefasst meine Meinung auf die Frage: Kann das JBB 2018 noch gerettet werden? Wie sieht es bei euch aus, Leute? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze betrachtet. Würde mich auf jeden Fall mal freuen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.